Hallo zusammen, willkommen zum nächsten DCS F18 Hornet Einweisungsvideo. Heute geht es um das Thema ungelenkte Raketen und die Bordkanone. Wir werden also zum ersten Mal die Waffen der Hornet benutzen. Also dann, fangen wir mal an. So, da sind wir jetzt in der Luft, wie angekündigt, vollgepackt mit Hydras und die werden wir jetzt auch mal einsetzen. Alles klar, die aktive Pause ist noch drin und ich zeige euch jetzt erstmal die grundlegenden Sachen dazu im Cockpit. Also, hier auf der rechten Seite habe ich mir das HSI draufgelegt, einfach weil ich zur Navigation mir eine kleine Hilfestellung genehmige. Hier, Wegpunkt 1, sind unsere Ziele. Hier auf Waypoint Designate, da erscheint hier der Diamant, 5,9 Meilen entfernt. Und da befinden sich die Ziele auch. Ich hoffe, das kann man sehen. Die stehen hier, ach, da sind sie ja schon, auf dem kleinen Vorfeld von dem Flughafen. Gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung der Waffen selber. Als erstes müssen wir den Air-to-Ground-Modus AG auswählen. Zack. Die linke Seite, also das linke DDI, springt dann immer automatisch auf die Stores-Page. Die werden wir auch brauchen. Da haben wir hier jetzt einmal die Auswahlmöglichkeit 61S. Das sind unsere Raketen. Wenn wir noch andere Waffen dranhängen hätten, würden hier noch mehr Optionen stehen. Aber wir haben ja nur die. Die wählen wir jetzt einmal aus. Und jetzt, Sekunde, haben wir hier im Prinzip zwei Einstellungsmöglichkeiten. Einmal CCIP und Manual und Single und Salve. CCIP und Manual. Also CCIP steht für Computer Calculated Impact Point. Das heißt quasi, der Computer zeigt uns beim Abschuss, wo wir hinschießen. Das wollen wir. Und es gibt dann noch den manuellen Modus, da gehe ich aber nicht näher drauf ein. CCIP funktioniert wunderbar. Dann haben wir hier die Möglichkeit auszuwählen, Single oder Salve. Das heißt einfach nur, im Single-Modus schießen wir bei einem Druck auf den Waffenauslöseknopf eine Rakete ab. Ist hier auch angezeigt, im Moment würden wir die linke Station benutzen. Wenn ich hier auf Salve gehe, würden wir bei einem Knopfdruck aus allen vier Stationen jeweils eine Rakete abfeuern. Können wir gleich auch mal machen, ist nicht so ganz sparsam mit der Munition, aber genau dafür habe ich ja viele mitgenommen. Erstmal in den Single-Modus. Und wenn wir jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht aus der linken Station feuern wollen, sondern aus einer anderen, können wir hier noch auf Step klicken. Ja. Und dann geht die Anzeige durch und wechselt zu den verschiedenen Station. Wir wollen aber die linke benutzen. Hier unten kann man noch weitere Sachen einstellen, zum Beispiel welcher Motor in der eingesetzten Rakete verwendet wird, aber es ist ja nur ein kurzes Einweisungsvideo. Auf genauere Details gehe ich jetzt mal nicht ein. Gut, dann, bevor ich es vergesse, Waffenhauptschalter dürfte relativ klar sein, dass man den vor dem Abfeuern einer Waffe benötigt. Gut, dann jetzt einmal ins HUD schauen. Wir haben hier unseren Pipper. Da, wo wir gleich drauf zeigen hiermit, da fliegt unsere Rakete hin. Und wenn wir in Reichweite sind, wird hier noch die Anzeige in Range zu sehen sein. Ab dann können wir feuern. Wenn wir vorher feuern, werden wir nicht treffen. Also wir können jetzt quasi den Pipper auf das Ziel legen und wenn da noch nicht in Range steht, dann würden wir ein wenig vorher davon, würde die Rakete einschlagen. Das wollen wir nicht, also machen wir das nicht. Dann hier relativ selbsterklärend CCIP, der Modus, in dem wir sind, und die Anzahl der verbleibenden Raketen, 152. Alles klar, alles gut. Dann fehlt jetzt nur noch eine Sache, und zwar, womit wir die Waffen abschießen. Da gibt es immer etwas Verwirrung, aber die möchte ich jetzt einmal auslösen. Es gibt einmal den
sogenannten Waffenauslöseknopf, standardmäßig belegt mit Rechts-Alt- und Leertaste. Damit feuern wir Raketen ab, damit werfen wir Bomben ab. Den brauchen wir dafür. Nicht zu verwechseln mit, ich drück's mal, mit dem Trigger. Trigger ist quasi der Abzug für die Bordkanone und wie es der Name schon sagt, mit dem Trigger feuern wir die Bordkanone ab, beziehungsweise noch Luft-Luft-Raketen. Aber erstmal brauchen wir Waffenauslöseknopf, der Rest kommt später. Gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, soweit alles erklärt. Ich werde jetzt einfach mal einen Anflug machen und dann schauen wir mal, was passiert. Aktive Pause geht raus. Übrigens schon mal der erste Tipp, lasst euch nicht dazu verleiten, zu flach anzufliegen. Je steiler ihr anfliegt, desto leichter fällt meiner Meinung nach das Zielen. So. Ich kann ja jetzt einfach mal, wir waren noch nicht in Range, ich habe jetzt mal mitten auf das Vorfeld gezielt und gefeuert. Und diese Rakete müsste jetzt eigentlich zu kurz kommen. Aktive Pause nochmal. Und da haben wir es gesehen, die Rakete ist deutlich zu kurz eingeschlagen. Quasi zeitgleich ist noch etwas anderes passiert. Und zwar hier hat sich ein Strich angefangen zu bewegen. Das ist quasi die Anzeige, wie weit wir entfernt sind. Wenn wir jetzt gleich näher rangehen, wird dieser Kreis hier auch leer werden, leerer. Und die Anzeige in Range wird anfangen zu blinken. Denkt daran, wenn ihr anfliegt, dass ihr direkt auf das Ziel zufliegt. Also, dass ihr nicht anfangt, irgendwie auf das Meer hinten zu zielen und dann im letzten Moment auf die Ziele runterzudrücken. Das wird nicht funktionieren. Fliegt auf die Ziele zu, haltet den Pipper schon auf den Zielen drauf, lange bevor ihr schießt. Und in dem Moment, wo dann in Range kommt, drückt ihr den Auslöseknopf und eigentlich müsstet ihr dann treffen. Erfordert ein bisschen Übung, aber ist im Prinzip ganz leicht. So. Das habe ich jetzt auch erklärt. Dann machen wir mal weiter. Ihr seht hier, es geht, der Punkt geht weiter durch. Ich habe mein Ziel ausgewählt und in Range steht da, also zwei Raketen abgefeuert und naja, so ganz stilgenau waren sie nicht, aber das Prinzip war hoffentlich klar. Alles klar, dann könnte man ja jetzt eigentlich einen anderen Anlauf nochmal starten, aber diesmal will ich etwas mehr Schaden anrichten, ich benutze den Salvenmodus. Was ihr jetzt gerade noch gesehen habt, war dieses Zeichen hier, diese Badewanne. Das ist quasi das Zeichen, wie tief ihr mit der Nase runtergehen könnt, ohne in Gefahr zu raten, in den Boden zu fliegen. Also wenn euer Velocity Vector, der hier über der dieser Badewanne drüber ist, ihr habt bestimmt noch einen schlaueren Namen, dann seid ihr safe. Wenn ihr da drunter seid, nicht mehr. Das kann auch noch funktionieren, aber das ist nicht wirklich angenehm. Und wenn hier ein großes X anfängt zu blinken, dann seid ihr zu tief. Gut. Dann drehe ich jetzt noch einmal um. Ihr werdet das jetzt gerade nicht mitkriegen, aber ich merke das sehr. Also mit so ganz vielen Raketen dran. Die Hornet ist schon mal schöner geflogen, sagen wir es so. Gut. Als erstes Höhe halten. Deutlich, damit man das Ziel steiler vor sich hat. Ein bisschen Schub rausnehmen, damit man nicht zu schnell wird. Je langsamer man fliegt, gut, je langsamer man fliegt, desto angreifbarer ist man, aber man ist dadurch auch wendiger. Das muss man einfach abwägen. So 400 Knoten ist durchaus vernünftig. Jetzt gehe ich mit der Nase tiefer. Etwas ranzoomen. Ich bin im Salvenmodus und wir sehen ja, die Range-Anzeige geht rum. Jetzt gleich müsste die Anzeige in Reichweite kommen. Da ist sie. Zack. Zack, zack. Ja, das war doch schon mal ganz gut. Gas geben, Nase hoch. Und wenn jetzt natürlich noch geschossen, also zurückgeschossen werden würde, müsste man noch eine Regel berücksichtigen, die da heißt, fliege nicht über das Ziel. Also, wenn ihr feindliche Luftabwehrstellung angreift, dann schießt und dreht dann seitlich weg.
Das ist in der Regel sicherer, als über das Ziel selber drüber wegzufliegen. Ich habe es jetzt mal so gemacht, einfach weil ich jetzt mal bequem sein wollte. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ich denke mal, wie die Raketen funktionieren, habe ich jetzt gezeigt. Es ist ja jetzt auch nicht so wirklich kompliziert. Gehen wir mal zur Gun. Als erstes wählen wir die Raketen wieder ab. Das machen wir hier. So. Und wählen die Gun aus. So, hier steht auch schon Ready neben der Gun. Das heißt, wir sind feuerbereit. Jetzt gibt es hier noch ein paar Sachen zum Auswählen. Eine Sache möchte ich noch, nein, zwei Sachen davon möchte ich erklären. Einmal hier CCIP und Manual. Da gibt es nicht viel zu erklären. Das ist das gleiche wie vorhin mit den Rockets. Wir nutzen CCIP. Und dann gibt es hier noch die Auswahl Low und High. Low und High steht quasi für die Schussrate der Gun. Die da ist 4000 Schuss pro Minute und 6000 Schuss pro Minute. Also jetzt so wie wir eingestellt sind, Low, hiermit kann man es wechseln, so würden wir 4000 Schuss pro Minute abschießen, mit der kleinen Einschränkung, dass maximal 578 Schuss in die Gun reinpassen. Alles klar, dann Track IR raus, wieder zum HUD. Einmal umschauen, wo wir hin müssen. Okay. Wir sehen hier quasi das gleiche Bild wie gerade. CCIP ausgewählt, Gun ausgewählt und die 578 stehen für 578 Kugeln, die wir noch dabei haben. Ja, soweit so gut. Dann nutzen wir die doch jetzt mal. Vielleicht kann ich das auch mal in der Außenansicht zeigen. Die Gun sitzt in der F-18 ganz vorne in der Nase. Ich kann es jetzt gerade leider, doch, so kann ich es zeigen, hier in der Nase, da sitzt sie. Achtung, und so sieht das dann aus. Ja, also fliegen wir jetzt mal drauf zu. Vielleicht noch zur Gun gesagt, sie ist recht durchsetzungsstark, aber mit der A10C nicht so wirklich vergleichbar. Also mit der A10 kann man problemlos Panzer knacken, hier muss man doch schon ein bisschen mehr aufhalten. Gleiches Spiel wie gerade, die Range geht runter und wir sehen schon, wir müssen näher ran als mit den Rockets. In Range, Gun abgefeuert und hoch. So, und der eine, auf den ich geschossen habe, der brennt auch. Das hat funktioniert. Ihr seht, kurze Feuerstöße sind da am besten, weil sonst verschwendet ihr wirklich Munition. Und ja, ich glaube, das war's so im Prinzip. Ich kann jetzt noch so ein paar schlaue Tipps raushauen. Das Ziel nicht überfliegen, habe ich schon gesagt. Viel üben, habe ich auch schon gesagt. Und ja, ansonsten ist es nicht wirklich schwer. Ihr kriegt das schon hin. Gut, dann gehen wir wieder aus dem Air-to-Ground-Mode raus. Wir machen hier den Master-Arm aus. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das wirklich so ist. Ihr seht jetzt hier noch CCIP eingeblendet. Das kommt daher, weil die Gun noch ausgewählt ist. Obwohl sie, ich drücke jetzt den Trigger, obwohl das im jetzigen Zustand nicht geht, weil hier der Master-Arm aus ist. Die Gun muss auf jeden Fall abgewählt werden. So. Alles klar, alles fertig. Bis zum nächsten Video, würde ich mal sagen. Tschüss.